Mein Name ist Eva Konzert, ich leite das Politikressort im Falter und heute erzähle ich euch, warum man den Fall der getöteten Leonie W. der Politik wegnehmen muss. Die Eckdaten des Verbrechens. Ein 13-jähriges Mädchen wird mit Drogen gefügig gemacht, vergewaltigt und im Straßenzwischengrün abgelegt. Die Tatverdächtigen? 4 Afghanen. 3 Männer davon im rechtlichen Nirvana zwischen aberkanntem Asyl und nicht erfolgter Abschiebung. Wir sollten reden über schnellere juristische Entscheidungen, über das Milieu, in dem das Verbrechen passiert ist und ja, auch über die Herkunft der Tatverdächtigen. Denn wenn wir es nicht tun, tun es andere. Längst haben sich die Freiheitlichen auf das Thema gesetzt. Ihr Neo-Chef Herbert Kickl hält Trauerminuten im Nationalrat, die Partei bucht ganze Seiten in Boulevardzeitungen für Leonie und die Identitären, die fahren schon im Autokorso durch das Land. Die ÖVP verschanzt sich hinter der Forderung, weiterhin konsequent nach Afghanistan abzuschieben, als hätte man das in den vergangenen Monaten nicht getan. SPÖ und Grüne versuchen, nur mit absolut politisch korrekten Schlüssen an die ganze Sache heranzugehen und ja, an keiner rassistischen Debatte anzustreifen. Die politische Antwort arbeitet für die eigene Klientel und gegen den Erkenntnisgewinn. Es braucht eine unabhängige Kommission, die diesen Fall aufarbeitet. Zweimal in der Vergangenheit haben solche Untersuchungskommissionen schon identifiziert, wo es im Argen gelegen hat. Die Untersuchungskommission zum Terroranschlag von Wien am 2. November hat offengelegt, wie schlecht es um den Verfassungsschutz in Österreich bestellt ist. Die Untersuchungskommission vom Mord am Brunnenmarkt von 2016 hat herausgearbeitet, wie schlecht Staatsanwalt und Gericht sich über den psychischen Zustand, die psychische Erkrankung des Täters ausgetauscht haben. Eine Untersuchungskommission zum Fall Leonie könnte aufzeigen, wie mit straffällig gewordenen Flüchtlingen und Asylwerbern umzugehen ist. Es sind diese Erkenntnisse, die das Land dringend braucht.